Moin, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich bin wieder hier, euer Turbro. Und ich bin wahrscheinlich viel zu dunkel, deswegen machen wir erstmal das Licht an. Willkommen zu diesem neuen Video-Vlog. Objektivtest, Autofokustest, Wochenend, Freitag, Gedöns, Video. Ich sag mal, normalerweise sollte es ein Vlog werden. Vlog sein, wie auch immer. Aber ich möchte auch gleichzeitig das neue Objektiv testen, weil ich glaube, der Autofokus, der ist in der Aufnahme ein bisschen zu hören. Darum soll es aber heute nicht gehen. Wir wollen jetzt ein bisschen gucken, was heute noch ansteht, was wir heute noch so Schönes machen. Ich habe das die letzten Wochen nicht so viel gevloggt, weil ich nie genau wusste, was jetzt an dem Wochenende passiert. Es ist meistens doch irgendwas immer passiert, immer eigentlich. Und ich hatte nie die Kamera dabei oder nie die Kamera an oder hatte nie vorher irgendwie gesagt, ja, das und das passiert, das und das passiert. Es passiert ganz einfach so viel, einfach zufällig. Von daher kann ich nicht sagen, was in diesem Vlog passiert. Nicht großartig. Ich kann nur sagen, dass ich ab sofort öfters vlogge. Das Einzige, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich noch ein Paket wegzuschicken habe. Und zwar einmal dieses hier. Das ist ja das vom Gewinnspiel. Das muss ich noch einpacken, muss ich noch vorher unterschreiben. Und dann muss ich das auf jeden Fall noch wegschicken, muss ich noch ausdrucken. Ich denke mal, das mache ich dann morgen, schicke ich das weg. Vielleicht heute noch mal sehen. Ich muss mir auf jeden Fall erstmal ein Edding besorgen, weil er wollte ganz gerne auch noch, dass ich das unterschreibe, aber zuerst muss ich mich erstmal um dieses Problem hier kümmern. Jetzt hat er auf einmal doch wieder Internet. Eben gerade hat er keins gehabt. Ich werde jetzt trotzdem erstmal meinen Gigacube aufbauen, weil ohne Internet geht hier nun mal gar nichts. Und hier seht ihr jetzt meine neue Kamera. Nichtsdestotrotz, Gigacube aufbauen, gucken, was heute noch ansteht. Wir werden mal sehen, was in diesem Vlog noch alles Schönes passiert. Ich möchte nicht zu viel versprechen, von daher gucken wir mal. Wir haben doch noch ein Edding im Haushalt. Hätte ich nicht gedacht. Ist ja schon mal nicht schlecht. Dann kann ich das ja doch alles fertig machen. Damit ihr auch seht, dass es wirklich rausgeht, das Geschenk. Und damit das auch noch vor Weihnachten ankommt, mache ich das heute via Hermes. Mit einem 3 Euro, glaube ich, müsste, glaube ich, reichen für den Karton. Den werde ich noch ein bisschen schick machen, nicht unbedingt die Verpackung. Aber so sieht das aus, als wenn hier eine Motorradbatterie drin wäre. Das ist natürlich nicht ganz so cool. Ich denke mal, ich werde noch mal ein bisschen Panzertape rummachen. So sieht das ein bisschen besser aus. Glaube ich mal, habe ich mir so zumindest vorgestellt. Des Weiteren werde ich euch jetzt erstmal irgendwo auf dem Stativ machen und euch erstmal auf den Tisch stellen, damit ich das in Ruhe unterschreiben kann und vorher nochmal ein, zweimal malen kann, um zu gucken, ob das auch vernünftig und sauber aussieht. Weil ich habe eine Sauklaue. So, auf dem Stativ steht ihr jetzt. Schon mal nicht schlecht. Hier habe ich die Verpackung. Aber bevor ich das jetzt mache, habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt zuerst noch irgendwie ein bisschen anderes Papier und versuche mal zumindest ein, zwei Unterschriften, weil soll ja schon ein bisschen schick aussehen. Und ich habe als Topro ja noch nie unterschrieben. Ich würde sagen, das ist es. Das machen wir jetzt einmal schnell mal. Ansonsten kommen wir hier sowieso nicht voran in dem Video. Ich will das ja auch nicht 5 Stunden machen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es bemalt. Einmal schön quer auf der Seite rauf. Das werden wir jetzt erstmal einpacken. Das werde ich erstmal einpacken. Und dann würde ich sagen, drücke ich alles aus und mache das alles schon mal fertig. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich das Paket noch wegbringe. Oder? Das bringe ich morgen. Morgen Vlog, wenn morgen ein Vlog kommt, dann bringe ich das morgen definitiv weg. Weil ich habe noch ein anderes Paket. Ich will das ja Fury nämlich zurückschicken. Und das Lenny auch. Warum ich das alles zurückschicke, irgendwann nochmal anders in einen anderen Vlog. Paket schon mal fertig. Jetzt gehen wir raus, nochmal in die Garage. Ich klebe das jetzt nochmal ab. Paketschein muss ich nachher noch ausdrucken. Muss ich noch mehrere ausdrucken. 2 Stück. Das Lenny 4 kommt erst noch später. Schicke ich erst noch später zurück. Das Herr Fury schicke ich jetzt zurück, weil ich brauche es nicht. Ich hatte es eigentlich auch gekauft, weil ich es eigentlich auch gleich wieder verkaufen konnte. Derjenige wollte auf Finanzierung gehen und ich mache keine Finanzierung für irgendwelche Telefone. Und von daher konnte ich das noch relativ gut zurückschicken. Dazu habe ich halt vor, das Telefon, naja, sage ich im Review, was da jetzt schlecht dran ist. Auf jeden Fall nichts Schlimmes, Schlechtes. Nichtsdestotrotz, erstmal rausgehen. Dann werde ich jetzt einmal schnell das mal einwickeln, damit die Verpackung nicht ganz so verpackungsartig ist. Naja, damit man nicht sieht, dass da vorher eine Batterie drin war. Ich denke mal, zeigen, wie ich jetzt das mit denen hier ein bisschen abisoliere. Das muss ich, glaube ich, nicht. Deswegen, ja, gucken wir uns gleich an, wenn ich wieder fertig bin. Fertig eingepackt haben wir es, das hält eigentlich auch schon so. Ich denke mal, ich gehe jetzt erstmal rein.
werde den Aufkleber raufmachen. Den werde ich natürlich nicht zeigen, den Aufkleber, weil da steht natürlich meine Adresse und auch seine Adresse drauf. Von daher, ich möchte ja nicht unbedingt, dass meine Adresse irgendwo geleakt wird. Und er möchte bestimmt auch nicht, dass seine Adresse irgendwo geleakt wird. Von daher, lassen wir das mal. Ich habe mich jetzt entschlossen, ich mache jetzt noch schnell das Video fertig, beziehungsweise die zwei Videos, oder heute zumindest das Fotovideo vom H-Fury, das liegt ja hier. Hier ist mein Setup. Ich habe hier ein paar Fotos aufgenommen und möchte die jetzt natürlich ganz gerne mir angucken auf dem PC und gleichzeitig auch meine Meinung dazu sagen, zu dem Gerät nochmal extra als Videoform. Das heißt, das ist ein komplettes Desktop-Video. Ich hoffe, ihr habt es bis jetzt schon gesehen. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video rausbringe. Vielleicht bringe ich das sogar an dem gleichen Tag, wo ich das jetzt aufnehme, noch raus. Kommt drauf an, was jetzt nachher noch passiert, was heute Abend noch passiert. Was hier noch passiert, das seht ihr jetzt. OBS am Start, Fotos am Start. Sind jetzt nicht super viele, aber ich hoffe mal, es reicht. Wir werden mal gucken. Video ist abgedreht. Sehen wir hier oben. Hier unten habe ich noch ein anderes Video. Das habe ich ganz vergessen, dass das noch gar nicht fertig ist. Nämlich für heute. Das werden wir jetzt einmal schnell schneiden. Ich nehme euch ruhig ein bisschen mit. Ich denke mal, diese Position ist für euch, denke ich mal, ganz okay. Ein neues Projekt. Ich gebe es erstmal noch keinen Namen. Ich gebe es eigentlich immer erst die Namen, wenn ich das Video fertig geschnitten habe, wenn ich mir einen Namen überlegt habe, wie ich das nenne. Dieses Objektiv ist übrigens nicht ganz so weitwinklig. Das stört mich ein bisschen, aber dafür hat es halt einen Autofokus. Wir werden das Gaming-Akku-Benchmark Video vom H-Fury, das ist nämlich auch schon abgedreht. Das habe ich letzte Woche natürlich schon abgedreht, aber ich kam diese Woche überhaupt nicht zum Schneiden unter der Woche, weil ich halt diesen Freitag, den heutigen Tag, rausarbeiten musste, weil heute meine Oma beerdigt wurde. Und bitte tut mir einen Gefallen, schreibt jetzt nicht unten in die Kommentare rein, mein Beileid. Ich möchte das nicht. Eigentlich wollte ich das gar nicht in Videoform großartig verfassen. Ich hatte auch zum einen Percy gesagt, ich mache nochmal ein spezielles Video darüber, werde ich aber nicht machen. Es ist jetzt damit abgearbeitet, wir machen weiter im Text. Schneiden wir jetzt mal eine Runde, ein bisschen. Zum Ablenken ist das immer ganz cool und vor allen Dingen, ich habe wirklich auch Bock. Ich habe vor allen Dingen auch Bock zu vloggen. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Ich habe hier oben mein Projekt. Das seht ihr jetzt hier oben. Ich ziehe das einmal rein. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das wird auch kein super duper Video, das weiß ich jetzt schon. Aber eigentlich sollte das so ein Füller sein. Wir sehen es, es ist 26 Minuten in der gesamten Länge. Ist wie gesagt nichts Besonderes. Jetzt fangen wir halt ein bisschen an zu schneiden. Ich muss mal gucken, wo jetzt ungefähr der Anfang ist. Der müsste hier irgendwo sein. Ich müsste dafür auch meine Kopfhörer aufsetzen. Es ist nichts Besonderes. Ich kann auch nochmal eine Runde Let's Cut machen, aber erstmal versuche ich das hier nochmal ein bisschen kleiner zu machen, sodass ihr vielleicht doch was seht und ich es vor allen Dingen auch noch vernünftig schneiden kann. Ich denke mal, ihr seht die Timeline. Ich setze mir jetzt meine Kopfhörer auf und dann seht ihr hier unten. Ihr seht hier sowieso einige Stellen, die jetzt hier, wo ich nicht sage, so wie hier hinten nachher. Das sind so alle Stellen, die ich sowieso rauscutte. Das sind so große Stellen und so seht ihr halt, wird aus einem 20, 25 Minuten Video, wird wahrscheinlich zum Schluss irgendwie nur 5, 6 Minuten. Das ziehe ich jetzt einmal durch und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das Werk nochmal in Vollendung an. Wie lange es ist, das werden wir dann sehen. So, Video ist soweit fertig geschnitten. Wir sind jetzt runter auf 4 Minuten 45, so wie es aussieht. Ein bisschen darüber vielleicht. Also definitiv noch unter 5 Minuten. Und ich denke mal, wir werden den Film erstmal erstellen, auf Festplatte speichern, weil wir es schnell hochladen müssen. Nehmen wir mal als WMV. Ist eigentlich nicht so schön, weil dadurch die Pakete sehr, sehr klein und komprimiert werden. Aber die meisten gucken das sowieso nicht in hoher Qualität, beziehungsweise erwarte ich eigentlich auf dem Video nicht so viele Klicks. 90% davon mache ich eigentlich MP4. Ich muss heute jetzt das Video noch hochladen und wie wir sehen, es ist schon mittlerweile 15.45 Uhr und damit das heute noch überhaupt noch hochkommt, bin ich jetzt mehr oder weniger dazu gezwungen, das jetzt so zu machen. Und ich habe immer noch meine Mickey Mouse Ohren auf, ich weiß. Das werde ich jetzt noch fertig schneiden, dann werde ich das Fotovideo auch noch fertig schneiden, denke ich mir mal, das werde ich auch noch schnell machen. Den Vlog, den will ich auch noch fertig schneiden. Gut, Dollar-Vlog ist das jetzt nicht gewesen, das weiß ich selbst. Ich möchte es aber trotzdem einführen, dass ich mehr vlogge, öfter vlogge. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen wenig los war. Ich hoffe, es hat mir trotzdem einen kleinen Einblick gegeben und morgen geht es definitiv weiter mit dem Paket. Ich muss das noch wegbringen. Das will ich alles in Videoform haben und morgen will ich dann auch nochmal nach Güstrow. Jetzt ist es mittlerweile schon wieder draußen schon wieder fast dunkel. Da sieht man halt nicht so viel. Wie gesagt, das soll es gewesen sein mit diesem kleinen kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, ihr wisst es. Abo, ihr wisst es auch, da lassen.
Teilt das gerne via Brieftaube, Facebook, Twitter, Instagram. Kann man auf Instagram über Videos teilen? Ich glaube gar nicht. Social Media, wo ihr wollt, wie ihr wollt. Macht gerne Werbung für mich. Besten Dank schon mal im Voraus. Und Toro sagt, bis die Tage. Ciao.